Hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats, herzlich willkommen zu meiner Arduino-Serie Arduino Basics. Heute Tag 1, die Arduino-Software. Wie ich schon mal kurz erzählt hatte, das ganze Projekt basiert auf dem Maker Factory Adventskalender für Arduino. Den könnt ihr bei Konrad erwerben. Naja, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis so euch zusagt, ich stell's mal jedem frei. Schaut euch die Videos an, überlegt's euch selber. Meine Serie wird auf jeden Fall auf diesem Kalender basieren. Das heißt, wer sich den zulegt, der braucht eigentlich nichts mehr zusätzlich, außer natürlich einen PC. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los mit Tag 1. So, dann haben wir einmal hier den Adventskalender. Hier hinten fällt schon die Hälfte raus. Was haben wir hier? Irgendeine Bastelvorlage, dass irgendein Gehäuse für ein Projekt wird. Schauen wir mal. Wie ihr seht, bis ins letzte Detail bin ich die Anleitungen gar nicht mehr durchgegangen, weil ich mich hinterher dazu entschieden habe, da ein eigenes Projekt draus zu machen. Alleine schon, weil in dem Adventskalender die Software mBlox anstatt die Arduino-Software verwendet wird. Und ich weiß nicht, einfach nur die Programme zusammenklicken ist irgendwie nicht so meins. Davon abgesehen benutzt mBlox hinter dem Code nur die Setup-Methode, was mir irgendwie auch so ein bisschen widerstrebt. So ist der Arduino ja eigentlich nicht gedacht. Dadurch habe ich mich halt entschieden, hier draus einen 24-Tage-Workshop zu machen. Ja, was noch ganz schön ist, also die PDF ist hier auch nochmal in Form von einer Anleitung gedruckt mit dabei. Hier sind alle 24 Tage des Kalenders ausführlich beschrieben. Hier sind Schaltpläne und Programmbeispiele auch drin enthalten. Ja, hier sind dann mal die Schaltpläne. Und ja, wie gesagt, ich werde mich hier dran jetzt nicht weiter orientieren. Mir geht es nur um die Bauteile. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Ich mache mal den Tag 1 auf. Und dann sehen wir hier einen Arduino. Was mir direkt auffällt, ein Kabel gibt's nicht. Insofern also ein Micro-USB-Kabel bräuchtet ihr auf jeden Fall zu Hause. Und ich würde sagen, ich hole jetzt mal die Kamera hier rüber an den Laptop und dann schließen wir das Gerät mal an und ich zeige euch mal, was jetzt erstmal an Vorbereitung notwendig ist, damit ihr den überhaupt benutzen könnt. Es ist nämlich leider kein originaler Arduino, das heißt die Standardtreiber, die mit der Arduino-Software installiert werden, funktionieren so direkt auch nicht. Also der muss nochmal separat installiert werden. Und damit fangen wir jetzt einfach mal an. So, wenn ihr jetzt den Arduino ausgepackt habt, am PC seid, euch ein USB-Kabel besorgt habt, ich habe jetzt nochmal einen Blick in die Anleitung geworfen, wie die sich das vorstellen. Also da steht drin, ihr braucht euch kein Kabel besorgen, weil das ist ja schon bei jedem Smartphone dabei. Naja, also ob es da jetzt wirklich an so einem 50-Cent-Artikel scheitern sollte bei einem Kalenderpreis von 40 Euro. Wie gesagt, also ich finde das mehr als frech vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber gut, wir werden das Ganze jetzt trotzdem einfach mal durchspielen. Also wir haben jetzt hier unseren Arduino. Wir schließen den ans USB-Kabel an. Das USB-Kabel hängt am USB-2-Port. In der Anleitung steht auch drin, am besten kein USB 3 verwenden, weil das Probleme verursachen kann. Wir halten uns da jetzt mal dran. Ja, die LEDs blinken und Windows sagt, Gerät unbekannt. Also laden wir jetzt als erstes mal von der angegebenen Adresse bit.ly/c-adventskalender-arduino-19. Die ZIP-Datei herunter. In dieser ZIP-Datei sind alle notwendigen Programme enthalten und es sollen auch die Treiber darin enthalten sein. Wir schauen uns das jetzt direkt mal an. So, hier sehen wir jetzt einmal die PDF. Ich denke mal, das wird nochmal die Bedienungsanleitung sein, also die 24 Tage, genau. Das ist also das PDF, was ich hier jetzt auch nochmal als gedruckte Version neben mir liegen habe. Hier haben wir die Programme für das mBlox-Programm, also das sind die 24 Programme für die einzelnen Tage. So, und hier sehen wir eine Datei 67006-9 nanoboardtreiber.zip. Ja, da ist auch nochmal eine Installationsanweisung mit bei. Wir gucken jetzt einfach mal, was wir hier haben. Hier haben wir eine Excel-Datei für Windows.
Die ziehe ich mir jetzt einfach mal auf den Desktop, führe die aus. So, dann sagen wir hier einfach mal Install. Ah, cool. Hätte ich doch erst lesen sollen. Versuchen wir es mal mit Uninstall und dann Install. Aha. Also wir haben das Rätsels Lösung jetzt gefunden. Wenn ihr auf das Problem lauft, dass er bei Install sagt, dass er es nicht installieren kann, klickt ihr einmal auf Uninstall, dann hat er die Treiber bei mir entfernt. Das hat auch funktioniert und danach war eine Installation von dem Treiber auch möglich. Ich habe es jetzt mit einem Treiber von dieser chinesischen Seite hier ausgeführt. Da bin ich hingekommen über makershop.de. Ich gehe aber davon aus, diese Variante vorher zu deinstallieren und dann zu installieren, sollte auch mit der Exe-Datei von dem Konrad-Kalender funktionieren. Gut, wir haben jetzt auf jeden Fall das Board erstmal erkannt, so wie es aussieht. So, und jetzt möchten wir alternativ zu dem Arduino-Kalender, weil der nutzt ja die mBlocks 3-Software, möchten wir jetzt die echte Arduino-Entwicklungsumgebung verwenden. Und diese laden wir jetzt einfach mal runter. Und zwar gehen wir dazu auf arduino.cc. So, und dann sehen wir hier schon Software, Downloads. So, hier oben finden wir immer die aktuellste Version. Das ist jetzt die 1.8.10. Dann je nachdem, was ihr für ein Betriebssystem habt. Ich nehme jetzt einfach mal den Windows Installer. Ich möchte jetzt gerade mal einfach nur runterladen und nichts spenden. Nachdem ihr die aktuellste Arduino Software Version runtergeladen habt, könnt ihr die einfach ausführen und dann könnt ihr hier die Bedingungen einfach akzeptieren. Hier seht ihr Arduino Software, USB-Treiber installieren. Ja, bei einem normalen, echten Arduino wären also die USB-Treiber in der Arduino-Software schon enthalten. Bei dem Board, was Konrad da mitliefert, funktionieren diese leider nicht. Da müssten also, wenn, mindestens mal Arduino-kompatible Boards her. Ihr klickt jedenfalls einfach auf Next. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier das Verzeichnis anpassen. So, jetzt habt ihr gesehen, hier haben wir schon das Start-Icon. Den Dialog können wir einfach schließen. Und wir starten mal die Arduino-Software. So, als erstes haben wir hier im oberen Bereich so ein Windows-Programm typisches Menü mit Datei, Bearbeiten, Sketch, Werkzeuge und Hilfe. Datei ist eigentlich das meiste soweit bekannt. Einzige Besonderheit, würde ich sagen, sind hier so Sketchbook und Beispiele. Das Einzige, worauf ich jetzt hier noch nachher mal eingehen möchte, sind die Beispiele. Da kommen wir aber später zu. Bearbeiten haben wir sowas wie Kopieren, Ausschneiden, Einfügen, Suchen. Beim Suchen kann ich auch ersetzen. Ja, Schriftgröße kann ich größer oder kleiner machen. Ich kann einrücken oder ausrücken. Wer sich da jetzt nichts drunter vorstellen kann, also ich kann entweder eine oder auch mehrere Zeilen nach rechts schieben oder ausrücken ist halt das nach links schieben. Dann haben wir hier unter Sketch überprüfen, hochladen, hochladen mit Programmer und kompilierte Binärdatei exportieren, gehe ich jetzt mal nicht groß weiter drauf ein. Sketch-Ordner anzeigen, springt in den Ordner, wo die Datei gespeichert wird. In dem Fall, weil wir sie noch nicht gespeichert haben, liegt sie in einem temporären Ordner. So, dann könnt ihr hier eine Bibliothek einbinden. Das ist notwendig, wenn ihr zum Beispiel ein LCD-Display ansprechen wollt in eurem Sketch, das Befehle erfordert, die in dem Standardbefehlssatz nicht enthalten sind. Dann braucht ihr eine Library oder eine Bibliothek. Das ist einfach eine Sammlung von Befehlen, die für einen bestimmten Bereich verwendet werden. Praktischer Anwendungsfall ist zum Beispiel halt wirklich das LCD-Display. Da kann man jetzt hier in diese Bibliotheksverwaltung gehen. Der lädt dann erstmal alle zur Verfügung stehenden Bibliotheken und ich suche jetzt hier einfach mal nach LCD. So, und wenn ich hier nach LCD suche, zeigt er mir hier direkt Liquid Crystal. Das ist jetzt eine der gängigen Libraries, die zur Implementierung von LCDs verwendet werden kann. Dann wählt ihr hier eine Version aus, klickt auf Installieren. In meinem Fall, ich habe jetzt schon eine aktuellere installiert, deshalb lasse ich das. Aber danach könntet ihr diese Befehle auf jeden Fall auch nutzen. Im Detail gehen wir da noch in einem späteren Video drauf ein. Gehen wir erstmal einfach weiter. Kommen wir zu dem Punkt Werkzeuge. Das Einzige, wo ich hier näher drauf eingehen möchte und auch nur ganz kurz, ist der serielle Monitor. Den braucht ihr später auf jeden Fall. Hier könnt ihr Ausgaben von eurem Programm
drauf ausgeben. Ihr könnt von hier aus eine Eingabe an den Arduino schicken. Im Detail, wie das funktioniert, gehe ich auch nochmal später wieder drauf ein. Was absolut wichtig ist, was ihr direkt am Anfang braucht, ist auf jeden Fall dieser Block. Werkzeuge, Board. Hier wählt ihr als allererstes mal aus Arduino Nano, weil wir haben einen Nano angeschlossen. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Arduino hier dran anschließt, wählt ihr hier den Typ aus, in dem Fall dann Nano. Der Prozessor sollte in der Regel passen. So, und Port, in meinem Fall ist es einfach. Ich habe nur den COM5 zur Auswahl, den wähle ich dann auch aus. Wenn ihr mehrere COM-Ports angeboten bekommt und euch nicht sicher seid, dann zieht ihr einfach mal den Arduino ab. Und wenn ihr dann das Menü neu öffnet, seht ihr hier, mein Port verschwindet. Das würde bei euch dann genauso passieren. So, und der Port, der verschwindet, beziehungsweise wenn ihr den Arduino wieder anschließt, der Port, der dann hinzukommt, das ist euer Arduino, den wählt ihr aus. Damit ist die Software auch korrekt mit dem Arduino verbunden und kann mit ihm kommunizieren. Solltet ihr vorher schon auf serieller Monitor geklickt haben und euch gewundert haben, warum ihr nur einen Fehler bekommt, dann genau deshalb, weil ihr eben das Board und den Port noch nicht ausgewählt habt. Also solange das hier nicht richtig konfiguriert ist, kann auch der serielle Monitor nicht funktionieren, da kann das Übertragen nicht funktionieren. Das ist also eine absolute Grundvoraussetzung. So, ich glaube, das waren jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte. Das heißt, wir können jetzt hier mal auf Überprüfen klicken. Eigentlich kann ja noch nichts schief gehen, weil in dem Programm passiert ja noch gar nichts. Wir haben ja noch gar nichts gemacht. Zum Überprüfen möchte er unser Sketch allerdings schon speichern. Dazu gehen wir jetzt mal hier in meinen Arduino-Ordner, in das Sketch, in den Ordner Sketch Oct 13a, weil das ist eine kleine Besonderheit beim Arduino, und zwar muss das Sketch immer genauso heißen wie der Ordner darüber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze 13ab nennen würde und sage okay, und wir gucken uns das Ganze jetzt mal im Explorer wieder an, dann sehen wir hier hat er einen Ordner angelegt, 13ab.ino. Ah, super, dann heißt die Datei jetzt .ino.ino. Das ist natürlich geschickt. Ja, aber das war jetzt nur mal zum Zeigen. Also ihr seht, er legt immer einen Ordner an, der genauso heißt wie euer Sketch. Und ansonsten meckert er auch. Wenn ich das jetzt umbenennen würde, dann beschwert er sich sofort, dass das eben nicht gegeben ist. Das ist so eine kleine Besonderheit, die man einfach wissen muss. Beziehungsweise, wo man sonst einfach auch von der Software aber drauf hingewiesen wird. So, jetzt habt ihr eigentlich so die Arduino-Software schon soweit kennengelernt. Kommen wir also jetzt noch kurz zu den Beispielen. Und zwar laden wir jetzt einfach mal unter Datei Beispiele Basic das Beispiel Blink. Hier sehen wir jetzt also mal ein wirkliches, wenn auch ganz kleines Arduino-Programm. Alles, was grau ist, sind nur Kommentare. Das gehört also nicht zum Programm. Das heißt, mit Slash-Stern wird der Kommentar begonnen und mit Stern-Slash wird er beendet. Und einzeilige Kommentare kann ich mit einem Doppelslash verfassen. Das heißt, alles, was so grau hinterlegt wird, wird danach nicht an den Arduino übertragen, sondern das dient nur uns zur Hilfe, damit wir Notizen oder ähnliches am Quelltext hinterlegen können. Ein Arduino-Sketch besteht immer aus einer Setup- und einer Loop-Methode. Das sind so die Kernelemente. Die Setup-Methode wird einmal beim Arduino-Start aufgerufen. Das heißt, entweder wenn ich hier Strom anschließe oder wenn ich die Reset-Taste drücke, dann wird die Setup-Methode ein einziges Mal aufgerufen und danach wird immer nur noch die Loop-Methode wiederholt. Und das endlos. Das heißt, die Loop-Methode läuft durch bis zum Ende, fängt danach wieder von vorne an und startet wieder am Anfang der Loop-Methode. Und das wiederholt sich so lange, bis wir den Strom abziehen. Ja, soviel erstmal zur grundsätzlichen Arbeitsweise so eines Sketches. Und wir klicken jetzt mal auf Überprüfen. Natürlich funktioniert das. Das Kompilieren ist abgeschlossen. Hier unten sehen wir, wie groß ist das Sketch, wie viel Platz haben wir, wie viel wird für Variablen verwendet und solche Informationen. Das interessiert uns jetzt am Anfang sicherlich noch nicht so, ist später aber bei der Entwicklung, wenn es ein bisschen mehr ins Detail geht, doch ganz interessant und oft sehr hilfreich. So, und damit man jetzt mal auch was sieht, übertragen wir das Ganze jetzt mal auf den Arduino. Dafür klicken wir hier auf den Hochladen-Button. So, er lädt hoch. So, und jetzt sehen wir hier, das Hochladen ist abgeschlossen. Und wir sehen hier, die LED geht immer eine Sekunde an, eine Sekunde aus. Wenn wir jetzt hier, um das nochmal zu prüfen, mal bei dem Delay jedes Mal 3000 eingeben und das Ganze einfach nochmal hochladen, wird er wieder kompiliert, hochgeladen, Hochladen ist abgeschlossen. So, und jetzt sehen wir, bleibt die LED immer 3 Sekunden an, geht 3 Sekunden aus, dann bleibt sie wieder 3 Sekunden an,
dann geht es wieder 3 Sekunden aus. Ja, und damit haben wir jetzt das Tagesziel für heute erreicht. Wir haben die Software kennengelernt, wir haben unser erstes Beispiel auf den Arduino übertragen und dieser blinkt jetzt munter im 3-Sekunden-Takt vor sich hin. Ja, das war's schon mit Tag 1 meiner Arduino Basics Reihe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ihr konntet ein bisschen was davon mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn es dann heißt GPIO Pins, was ist das, was kann ich damit machen und wie benutze ich sie. Wir sehen uns dann hoffentlich morgen. Bis zum nächsten Video. Ciao!